16er Ping habe ich, okay. 19, 25, 30, 18 und 10, okay. Passt ja eigentlich soweit. Ja, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt mittlerweile bei Folge 7 oder 8 sein. Was das diese Aufnahmesession angeht, wenn es 15 Minuten sein sollen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon in dieser Zeit, ich weiß es gar nicht, müsste ich mal gucken. Ich glaube noch nicht, weil ich feiere den nächsten Urlaub. Das ist Fliegenurlaub. Für ein paar Tage, für 10, 11 Tage. Deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren. Ich habe aber trotzdem, kann natürlich trotzdem den vollen Support, okay, was war das? Kann natürlich auch den vollen Support bieten, weil ich meinen Laptop mitnehme und mein Handy sowieso. Und dann in der Türkei, also ich fahre nach Türkei, an den Strand, da von dort aus dann mit dem Handy arbeite und mit dem Laptop. Dort habe ich nämlich Internet schon, das habe ich schon irgendwie organisiert. Das heißt, falls YouTube meine geplanten Folgen nicht raushauen sollte, dann muss ich wohl selber ran. Führt kein Weg dran vorbei. Wo liegt deine Leiche, Tür? Die müsste weiter vorne liegen. Hat der gerade nicht hingefahren? Er lässt uns jetzt bei den beim anderen GAZ raus und dann fährt er zum Outhanger, damit erstmal ein GAZ sicher ist, und weil seine Leiche da ja auch. Alles klar. Die müsste jetzt hier, er davon liegt sie schon. Danke. Das ist nicht meine Leiche, ne? Ne. Nee, jetzt ist das. Das ist Nils, das ist meine Leiche. Ja. Das ist meine Leiche, so. Die hat die gleiche Waffe. Ne, hat sie nicht. Der hat einen AK. 107, okay. Wie viel Magazin hat das Ding? 4. Dann schmeißen wir das leere Magazin hier raus. Das Halblehrer, nehmen wir die zwei Sachen mit. Weil die Coke brauche ich gar nicht so dringend, so. So, dann die PTW wieder rein. Das Heatpack bräuchten wir. Ach, ich habe ja eins. Ja, die AK-107. Jetzt brauche ich, weiß nicht, ob es ein. Was sagt denn das Visier eigentlich? Glaube ich, das gleiche Visier, auch eine Cobra, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, was ist denn besser? Ah, ich nehme die AK-107, die sieht cooler aus. Dann kann ich ja eigentlich die Cobra wegschmeißen. Oh, Magazine auf jeden Fall mitnehmen. Cobra. Ich kann es eigentlich wegschmeißen, braucht keine. Requester in Pace. Mein alter Charakter. So, ich bin fertig. Wie sieht es mit den anderen aus? Wo ist denn gerade. Ist jemand drin? Ja. Jo, bin soweit fertig. Ja, ich gucke jetzt noch mal gerade. Obwohl, ich brauche die AK eigentlich nicht mitnehmen. Warte mal, ich guck mal, was noch alles da ist. Ich glaube, ich hau mal Kantensichtung rein. Das sieht mir so eklig aus. Hab die von ausgeschaltet bei der Testaufnahme. Wegen 1080p-Aufnahme zum Testen. Aber das hat nicht funktioniert bei DayZ. Das geht leider nur bei Metro. Und da habe ich die PPA. Okay, scheint alles ein bisschen. Okay, entlesen was jetzt aus. Wenn ich das einstelle, dann schmiert mir das Bild erstmal wieder ab. Wow. Das war eine Leuchtfackel. Ja, Bildqualität ist gerade gestiegen um ein Vielfaches, aber die Performance hat sich nicht verändert. Das ist ziemlich cool. Kantenkleidung ist bei Arma sowieso so eine komische Sache. Also irgendwie zieht das nicht, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ganz komisch.
Liegt denn da noch Acker? Ja, ein Acker. Okay, Käfer fliegt wahrscheinlich, mein Flugzeug ist wieder weg. Okay, Lukas immer noch in der Lobby. So. Jetzt bräuchte man natürlich die. Oh, wo kommt denn der Holi hier? Jetzt bräuchte man die Picture-in-Picture-Funktion in Arma 3. Das war richtig geil. Ich könnte so rumtrollen, wenn ich die Tür einfach wieder zumache. Nicht geklappt, aber hätte fast klappen können. Okay, zwar doof ein Gedanke. Licht ausmachen. Hier sind Bengalfackeln, Bengalfackel und was zu essen und ein Magazin. Okay, wir sind hier gestorben. Kevin. AK-74. Ach, warum ich nicht? Jagdmesser. Wow. Holy shit. Der Kevin ist echt bekloppt. Kunde. Wo ist der Zimmelfallschirm? Oh, hey, wo kommst du denn her, Schnucki? Hat der mal das eben das ganze Flugzeug gecrashed und ist ausgesprungen? So ein Kunde. Wo ist denn der jetzt hin? Ich hab den doch eben noch am Nachthimmel sehen können. Lol. Ja, so viel zum Flugzeug. Wo ist denn das? Da hinten. Sekunde, ey. Hat man schon mal ein Flugzeug und dann fliegt er um den Flughafen und stürzt einfach ab. Oh Mann, ey. Eigentlich meine ganzen Sachen, wie soll ich das essen? Könnte ich eigentlich da reinschmeißen. So. Habe ich da zwei Plätze frei? Drei Plätze frei habe ich da im Rucksack. Das sollte, glaube ich, ja, ein bisschen mehr für Ordnung sorgen. Huch. Auto gepimpt oder was? Ah, okay, Leuchtfackel bleibt nicht liegen. Schade. Das ist auch richtig geil gewesen, die Leuchtfackel. Wenn du wieder aufsteigst. Wie bitte? Wenn du wieder aufsteigst. Wenn du wieder aufsteigst, ist die wieder in der Hand. Okay. Die Flash. Okay. Ah, die wollen zum Parken fahren, glaube ich. Wenn sie jetzt nach links fahren. Ja. Nee, doch nicht, oder? Ja, doch, nein. Komm, komm, zeig mir. Ich glaube schon, ja. Wo ist das andere Auto?
Ich sehe das gar nicht. Doch ja, sie fahren zu Baracken. Wollen wir mal sehen, was Kevin hier alles findet. Ein neues Flugzeug wird er wahrscheinlich nicht finden. Boah, Alter. Chill, Zombie, chill. Ach, du Kackvieh, ey. Also Hit bei Zombies sind echt übel. Manchmal treffen sie nicht. Wenn sie treffen, dann bist du echt gleich am Arsch. Ob das im echten Leben auch so wäre, wenn es Zombies geben würde? Man weiß es nicht. Alter. Der PDW ist echt scheiße am Ziel. Oh, ist das Auto. Ach, diese Kackviecher. Ich treffe hier auch gar nicht, die Viecher. Gut, dass es noch eine alte DZ-Version ist, da können sie nicht treffen. Hoffe ich doch. Wir müssen ein bisschen von der Baracke weggehen, dann spawnt erst Loot. Ja. Ich würde mich ja einfach irgendwie mal in den Tower reinwagen. Dabei fällt mir gerade auch, wenn ich auf dem Airfield gucke hier, ich habe ja damals auf dem Community Server, ist war jetzt auch noch so eine Art Community Server, jetzt eher öffentlich, da habe ich damals auf dem Airfield, glaube ich, 3 oder 4 Crash Sites gefunden, Heli Crash Sites. Ich glaube, die gibt's gar nicht. Gibt's ja nicht noch die Heli Crash Sites? Schon lange keine mehr gesehen, muss ich sagen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die Baracke hier. Okay. So. Wir steigen hier aus, würde ich mal sagen. Das war nicht da, das war woanders. Mal die AK-107 in die Hand. Na, schon die ersten Zombies, na super. Ich bin richtig, ne, ich bin doch mit falsch, ne? Schnell ist auch dunkel geworden, Mensch. War nicht mal eine halbe Stunde. Hab ich gar keine Uhr dabei, ne?